ausbringe für sie. Super. Tröstet mich weniger, um ehrlich zu sein. Da, diese Mist, so. Du bist dann nächster von der Liste. Na, renn nicht weg, gell? Keine Ziele verfügbar. Das ist doof. Wir in Position. So, du kleine Ratte. Jawohl, in your face. So schaut's aus. Auf dem Weg. Danke, danke Theo. Sehr lieb von dir. Rücke aus. Was hat denn jetzt schon wieder gemacht? Kian, hat's ach so. Ich dachte, mein, das ist Dio hier drin. Nein. Sehr schön. Das ist nicht gut. Nein, nein, ich bin Dio. Das ist Dio. Renn raus, renn rein. Ja, das war aber trotzdem, glaube ich, ich habe halt keine Vision gehabt dort vorne, ja. Und wenn ich mit dem Biegen und Brechen vorlauf, ist blöd. Macht das noch einen Unterschied? Nein, der trifft mich! Ah, die Panik, naja, das ist nicht klar. Was heißt keine Ziele? Da steht doch irgendwo ein Alien. Ist jetzt nicht wahr, oder? Zu weit weg, sehen wir nicht. Ja, wenn ich ach so, da vorgehe, bin ich tot. Die Frau ist in Panik, deswegen siehst du nicht mehr. Ja, super. Ich denke, diese Container sind wichtig. Punkt. Ja. Hab's gehört. Das Problem ist, ich sterbe jetzt. Der nächste stirbt mir nicht. Gott sei Dank. An ihm geschossen. So. Das haben wir links draufklicken, gell? Mhm. So, du Pissnake, du grausliche. Damit sollten du wir bist genug ja jetzt sowas von tot. Haben, um sie eingehend untersuchen zu können. Ja, du hast das ja grandios hingekriegt mit einer Shotgun. Die Waffe ist leer geschossen. Bin wieder da. Ja, und jetzt nachladen kostet eine ganze Runde, oder was? Oder wenn du halt einmal blau gelaufen bist, kannst du auch noch nachladen. Du kannst auch eine Granate schmeißen. Nein! Sie verlagern den Angriff! Sie verlagern den Angriff! Sie tot. Klassischer Fall von verklickt, würde ich mal sagen. Alter, bitte, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du den nicht triffst, oder? Mithilfe dieser Substanz können wir herausfinden, was genau die Aliens entwickeln. Unsere Wissenschaftler. Ja, lief nicht ganz so gut. Lief wie die erste Mission, habe ich das Gefühl. Gefallen, sehr gut. Vor allem die zwei Guten waren das wenigstens, ja. Die haben sich wenigstens rentiert, ja. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe.
Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. So, für YouTube, weil ich werde das auf YouTube hochladen, dieses Let's Play. Das ist XCOM Unknown Enemy und natürlich auch das, das Addon dahinter. Gibt es im Moment im Bundle zu kaufen bei PlanetKid.de und zum Sponsor, also schaut mal rein. Ich werde jetzt noch am Stream natürlich weiterzocken. In diesem Sinne, für YouTube nicht vergessen, Facebook liken, Twitch folgen und natürlich den YouTube-Channel abonnieren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und schaut vorbei auf www.ab-gaming.de zu unserem nächsten Let's Play, das wir dann natürlich sowohl dort ankündigen werden, als auch auf YouTube uploaden. Danke!